Hallo, ihr Schwartlappen. Herzlich willkommen zu einer neuen Shortcuts-Kritik. Heute geht's im Vampire Academy. Ihr fragt euch, was ich hier mache. Ja, ich glaube, du brauchst drei Gartenzwerge, die jetzt mal gerade kurz... Die brauche ich dringend. Tide, sind ja nur zwei. Ich bin das Glücksschweinchen. Das ist voll Erotik. Wow. Ich bin das Erotik-Glücksschweinchen. Tschüss, mein Schatz. Mach mit gut. So, also, was, wo war ich stehen geblieben? Ich bin ganz wuschig jetzt. Hallo, liebe Freunde. Ihr wundert euch, gar nicht normale Frisur oder was? Das liegt daran, wir wollen die Kritik machen, aber jetzt ist hier gerade Karneval. Wir können auf nichts verzichten, deswegen machen wir einfach beides gleichzeitig. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich total logisch, oder? Ist doch voll logisch. So, sag mal, nick mal, ist doch logisch. Ja, ist logisch. Ja, voll logisch. So. Ach so, ein Film, über den wir reden. Es gibt einen Film, über den wir reden. Und das ist Vampire Academy. Verrückt, mich so zu erschrecken? Mach das nochmal und du bekommst eine Nasen-OP zum Sonderpreis. Worum geht's? Rose kommt an eine neue Schule und da werden Vampire ausgebildet. So, das ist eigentlich die Story. Rose Hathaway ist wild, gefährlich. Aufmüpfig. Leute, ich sitze neben euch. Hallo. Hab schon gehört, dass du auf dem Sandwich stehst. Oh. Das ist natürlich teenie-mäßig und das ist irgendwie... Das ist so Twilight trifft Highschool Musical. Mögen viele, mögen auch viele Mädchen. Was noch? Tribute von Panem. Diese Lernsequenzen aus Tribute von Panem sind da auch so nachempfunden. Das ist so eine Mischung aus allem, was irgendwie den meisten Leuten gerade so ein bisschen Spaß macht. Harry Potter. Harry Potter natürlich. Magst du Harry Potter? Nee. Nee? Magst du irgendeinen Fantasy-Driss? Twilight? Nee. Gar nichts. Für sie ist es auch nichts, aber es gibt noch zwei, drei Leute, die sowas mögen. Hallo, hier bin ich. Und es ist eine Mischung aus all dem. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. In der Vampire Academy geht es nämlich um Rose, halb Vampir, halb Mensch, die macht dort eine Ausbildung zur Kämpferin. Und es gibt verschiedene Vampire. Es gibt gute Vampire, die heißen Moroi. Und es gibt böse Vampire, die heißen Shigoi. Ich habe mir das nicht ausgedacht, liebe Leute. Das mag absurd wirken, aber das ist einfach so. Also wenn man das jetzt so erzählt, wirkt das doof. Aber wenn man das in dem Film sieht, dann denkt man so, naja, klar, Moroi, Shigoi, was ist los? Und dann verliebt sich Rose natürlich in den Typen Dimitri, ihr Trainer. Das ist nicht so ganz einfach, weil die ja eben an dieser Academy ist. Hallo, Mann, ey. Du schwenkst immer weg von mir. Als wenn ich hier nichts mehr wert wäre. Verliebt sich und dann ist er noch beste Freundin und dann ist er natürlich Heckmeck riesengroß. Uiuiui, wir sind an der Vampirakademie. Da ist natürlich Ärger vorprogrammiert. Vampire Academy. Vampire am College. So. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist ein Teenie-Film. Es sind Vampire. Die mögen alle. Oh, Edward, Team Edward. Ah, oh, die gehen an die Schule. Huiuiui, was ist da wohl los? Was ist die Story von dem Film? Was soll ich euch noch alles erzählen? Sonst kommt nachher wieder, oh, Spoiler. Das ist ein gemütliches Ding. Ich fand den voll okay. Ich finde, das kann man machen. Das ist halt ein Teenie-Film. Ich stand auch auf den Britney Spears Film. Ich stand nicht auf Twilight, aber hier fand ich es irgendwie ein bisschen schicker und fand die Vampire sahen irgendwie cooler aus und so. Ich würde mir den Problemlos Sommer angucken. Der war unterhaltsam, war gut. Kann man machen. Vampire Academy frisch von mir 3 von 5 Kölsch. Hat zwar überhaupt nichts mit dem Film zu tun, aber mit meiner momentanen Situation. Alaf! Ihr habt alle gesehen, dass ich hier nur die Hand reichen wollte. Quasi. Wenn ihr jetzt hier oben drauf drückt, dann seht ihr den Trailer zu Vampire Academy. Und wenn ihr eine andere Kritik sehen wollt, die ich richtig nüchtern gemacht habe, für einen Film, der jetzt vermutlich auch mal auf DVD rauskommen müsste. Ist schon. Dann klickt ihr unten auf die Kritik zu World's End. Die ist sehr interessant.
Und ansonsten würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal alle Karneval feiern, oder? Weil das ist doch Weiberfastnacht, Biberfastelorben, wie wir hier in Köln sagen. Da drin laufen Black Fuss. So sind wir hin, ja komme. Hier will keiner mit mir singen. Wir sprechen weg, all dieselbe Sprach. Wir haben dadurch zu viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir Jäcke am Ring.